Diese Band finde ich wirklich extrem krass. Und zwar geht es heute um Observance. Wenn du also auf Deathcore, Metalcore mit technischen Passagen und Dual Vocals stehst, dann bist du auf jeden Fall bei dieser Band genau richtig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu diesem Song sagst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Observance, erstes Video von Slam Worldwide heute. Let's go, Resilience. Der soll scheinbar richtig scheppern. Oh, Dual Vocals scheinbar. Auch schönes Lob. Ist das nicht hier dieses Auge von Sauron? Auge des Saurons, oder? Von Herr der Ringe, ne? Sieht aber cool aus. Aber stark, ey. Alleine schon hier, ich würde sagen, Sweep Picking heißt das, glaube ich, ne? Dieses, ne? Ah, das kommt gut. Das klingt sehr, sehr schön. Jungs, stark. Also ich mag alleine schon diese Highs, die sind wirklich sehr, sehr fett. Sehr, sehr geil. Und dann kommen dann noch die Lows von dem zweiten Sänger rein. Dann hast du so diese Midrange, aber dann hast du auch, glaube ich, Clean Vocals, so ganz minimal im Hintergrund, oder? Aber ich mag es auch, dass die Gitarre irgendwie die ganze Zeit irgendwie so nicht komplett im Vordergrund ist, aber schon so ein Stück. So, dass man irgendwie die ganze Zeit was irgendwie so, ne, man hat so die Gitarre und man kriegt die ganze Zeit mit, dass da was halt los ist, ne? Schönes Riff. Ich muss tatsächlich sagen, mich erinnern die Highs plus ganz komischer Take, aber mich erinnert das Ride-Becken tatsächlich irgendwie sehr krass an The Crimson Armada. Auch hier mit diesem Riff, das ist so wirklich sehr typisch The Crimson Armada. Gut. Schön mit dem Skankbeat jetzt. No one will
krass hier, irgendwie so richtig cool. Du hast durchgehend halt so ein Geballer und dann hast du so einen Refrain, der halt einfach wirklich so ein bisschen so in diese Richtung Metalcore langsam geht, ne? Auch mit den Cleans, ne? Finde ich cool. Finde ich cool, weil dann hast du halt viel mehr Dynamik in diesem Song. Schön jetzt mit den Blastbeats. Nice. Jetzt noch schön so ein bisschen so dieses Orchester da rein. Aber schöne Vocals. Also wirklich, die Vocals sind wirklich krass. Aber auch schöner Breakdown knallt wirklich übelst rein. Schöne Breakdowns. Sehr geil. Auch ebenso dieser kurze Part mit dieser Double Bass war schon echt fett. Aber der hat geile Vocals. Ich finde halt auch einfach bei den zwei Vocalists halt einfach so richtig cool. So, der mit den Highs hat so richtige Deathcore-Vocals und der mit den Lows geht eher so ein bisschen so in diese Richtung Metalcore. So, das finde ich halt irgendwie cool, das harmoniert, die ergänzen sich ganz gut. Dieses Blinden ist richtig schön technisch, ne? Finde ich sehr, sehr schön. Sehr geil, weil du hast wirklich so sehr viele verschiedene Elemente, ne? Du hast so ein bisschen so diesen Technical Part, du hast so ein bisschen wirklich diesen, gut, Slam habe ich jetzt eigentlich gar nicht rausgehört, aber halt so wirklich so diesen Deathcore, dann hast du einfach mal ein bisschen Metalcore und so, dann cool, sehr schön. Ah, schönes Outro mit Klavier und sowas feiere ich. Sowas finde ich immer sehr schön. Aber cooler Song, also wirklich sehr cool, ne? Wie gesagt, so sehr viele verschiedene Subgenres und klang wirklich sehr, sehr cool. Geile Riffs, ne? Gitarrist, unnormal krank, ne? Richtig geile Sachen gemacht und die Vocals vor allem fand ich geil. Also vor allem auch von dem ersten Vocalisten halt erstmal so wirklich diese Highs, ne? Die Highs, die haben mir am meisten gefallen von allem, aber wirklich ein sehr, sehr starker Song. Finde ich, ist halt jetzt nicht so ein Song, dass der halt irgendwie, der wird halt nicht langweilig, weil halt die ganze Zeit irgendwas passiert ist. Und das finde ich halt super. Das finde ich super, das finde ich wichtig. Und auch nach 5 Minuten, also ich hätte nicht gedacht, dass der Song 5 Minuten ging, weil es war die ganze Zeit irgendwas los und es wurde halt einfach nicht monoton oder langweilig. Deswegen, ich fand's stark, richtig, richtig cooler Track.